Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Es ist Mittwoch, der 10.4. Und was gibt es Schöneres an einem Mittwoch? Ist heute Mittwoch? Ich meine schon, heute ist Mittwoch, der 10.4. Und was gibt es Schöneres an einem Mittwoch als Rocket League? Also mir fällt da spontan nichts ein. Und heute geht es los mit einem Rocket League Match. Letzte Woche noch ein Turnier gecastet. Heute gibt es die nächste Liga oder den nächsten Cup. Denn es geht los in den Master Cup Division Nummer 1. Aber ich denke mal, es wird eine Liga sein. Die Creme de la Creme in diesem Cup ist mit dabei. Und ja, wir casten heute Phoenix Gaming gegen Flying Champs. Und ja, wir sind schon in der Lobby drinne und warten jetzt quasi, dass es losgehen kann. Ich hoffe, dass jetzt alles hier auch am Schnürchen läuft, denn man hat ja nur einen Versuch. Ja, alle sind schon drin. Und dann geht's gleich los mit dem Match. Phoenix Gaming gegen Flying Champs. Oh, meine Musik hier noch ein bisschen leiser, sonst hört ihr mich ja nicht. Ich bin gespannt, wie das Game ausgeht. Es spielt der. Das will ich nicht lügen. Fünfte gegen den sechsten Platz. Also der Gewinner wird wohl dann die Position von dem anderen übernehmen. Beide Teams haben zwei Siege. Die Phoenix Gaming aber ein Lose mehr. Das heißt, man hat da natürlich weniger Punkte. Jetzt möchte ich ja klarkommen. Auf die Tabelle. Egal. Hauptsache, beide haben zwei Wins. Phoenix Gaming würde dann quasi mit dem Win vorbeiziehen. Wie hoch? Ich glaube, vielleicht auch sogar auf Platz 4. Ich glaube, bis Platz 4 geht es dann quasi in die Playoffs. Und ja, ich denke mal, die Hauptaufgabe ist erstmal, Flying Champs hinter sich zu lassen. Ansonsten haben wir noch in der Liga Flyback Esports. Die kennen wir auch noch vom Frühlingsturnier. Von No Gravity. Nani Esports. Die waren eigentlich auch dabei. Zumindest waren sie angemeldet, aber naja, man hat sie nicht gesehen. Dann Trinidas Esports, Austrian Force. Und ja, dann haben wir Turngemeinde Herford von 1860 e.V. Team TGH Esports. So nennt sich der ganze Bums. Und Team Bonk wurde disqualifiziert. Warum? Keine Ahnung. Mir auch egal sein. Ich begrüße auf jeden Fall alle Zuschauer, auch die wieder einschalten. Ich denke, die meisten kennen mich. Ich bin Dr. Ray, Caster seit 5 Jahren. Eigentlich CS2-Caster, weniger Rocket League, aber am Wochenende lief es so gut, dass die Leute mich unbedingt wieder in der Rocket League-Szene haben wollten. Und hier bin ich. Hier bin ich. Wie gewünscht, ich habe es versprochen. Und wenn ich was verspreche, dann halte ich es auch. Ja, und deshalb gehen wir dann auch gleich direkt rein. Es wird gestartet. Ich gehe als Zuschauer natürlich rein. Musik aus. Einmal Fullscreen. Phoenix Gaming gegen Flying Champs. Es ist ein BO5. Und es geht los. Auf Seiten von Phoenix Gaming haben wir Anju, Matu und Playmestre. Und auf Seiten von den Flying Champs Mercy, Fighter und Marvin. Muss zugeben, ich mag das Logo von den Flying Champs. Ein kleines Ozelot.
Oh, stark gemacht von Playmaster. Er hat hier noch versucht, den Flip Reset zu bekommen. Hat nicht ganz geklappt. Und Anju, der hat jetzt hier die Aufgabe, den Ball nach vorne zu kriegen. Und das klappt schon mal sehr gut. Manu ist da. Hittet den Ball nochmal. Playmaster versucht den Ball jetzt nochmal gegen das Backboard. Aber von hinten kommt Anju zu spät. Und jetzt heißt es hier Konter für die Flying Chaps. Mercy geht hoch, wird hier aber geblockt von Manu. Manu nochmal mit dem Touch, aber schön verteidigt hier von Fighter. Anju nochmal nach vorne, runter. Aber Anju zu spät, kann sich hier nochmal kurz den Boost snacken. Manu macht hier direkt weiter, versucht den Ball nochmal vollzulegen. Kriegt es aber nicht ganz, Fighter klärt hier den Ball. Und Anju lässt den Ball jetzt erstmal weiterhin auf der Seite von Flying Champs liegen. Jetzt vielleicht die Möglichkeit nochmal auf der Linie vielleicht. Nein, Fighter klärt den Ball. Anju kommt da aber noch dran und somit erstmal wieder Ballkontrolle bei Phoenix Gaming. Oh, Mercy hat sich da ein bisschen verschätzt mit dem Angriff. Kriegt die Demo auch nicht hin. Playmaster versucht den Ball rauszukriegen. Marvin ist da, Manu aber auch. Und jetzt Flying Chaps mit der Oberhand. Wichtig von Anju, dass sie hier safe. Doch mal Schuss aufs Tor. Nächster Safe von Playmestre. Und jetzt sieht es danach aus, dass die Flying Chaps hier die Oberhand haben. Nächster Shot. Aber Playmestre kommt hier gerade noch so dran. Viel Druck hier gegen Phoenix Gaming. Es fehlt da nicht viel, um das Tor reinzukriegen. Man wirftet jetzt hier auf beiden Seiten. Manu legt hier nochmal auf. Playmaster, Latte, Nachschuss. Da hat sich ganz geklappt. Hier nochmal in die Mitte gelegt. Aber das war die Chance für Phoenix Gaming. Anju kommt dann nicht ganz an den Ball. Playmaster, oh, stark gemacht. Kriegt den Ball hier gut nach vorne. Kommt hier auch noch an den Boost dran. Kein Boost für die Flying Champs. Und das ist genau richtig, den Boost niedrig halten, nochmal der Save. Playmaster kriegt den Ball nicht richtig, Manu muss hier hoch. Der muss da hoch, sonst geht das Ding da rein. Playmaster hier mit der Demo und schon versucht hier Anju den Ball nach vorne zu kriegen. Schuss von Fighter, aber blockiert. Mercy mit weiterhin Druck gegen das Tor von Phoenix Gaming. Jetzt Manu, langer Ball. Playmaster geht hoch gegen das Backboard. Manu toucht den Ball nochmal gegen die Latte. Nachschuss. Anju mit sehr viel Kraft und der Ball ist drin. Phoenix Gaming geht hier in Führung mit 1:0. Schön gemacht. Genug Druck hinterm Ball gekriegt. Beide Teams extrem stark. Und Anju mit dem schönen Tänzchen in der Luft. Flying Champs, können sie antworten? Die sind gut, die haben es drauf. Das haben wir gezeigt, dass sie viel Druck aufbauen können auf das Tor von Phoenix Gaming. Und Schuss nochmal drauf. Playmaster. Ja, unlucky. Playmaster wollte noch dazwischen gehen. Und da sieht man, dass der aus Versehen einen schönen Pass in die Mitte gibt. Manu kommt da überhaupt nicht mehr dran. Viel zu spät kommt er da hoch. Und somit 1:1 die Flying Champs gleichen aus. Eine Minute und 14 noch auf der Uhr. Flip Reset nochmal abgelegt. Playmaster kriegt da nicht mehr genug Druck drauf. Demo, aber der Ball Richtung dem Tor von den Flying Champs. Playmaster schnappt sich hier den Boost im Corner von Flying Champs. Mercy versucht hier irgendwie den Ball nach vorne zu kriegen. Playmaster jetzt vielleicht legt sich den Ball nochmal vor. Normaler Lupfer kann funktionieren. In dem Fall diesmal nicht. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Und wir haben hier ein 1:1. Wenn es so bleibt, geht es hier dann gleich in die Overtime. Oh, Pfosten! Marvin mit dem Nachschuss.
Manu geht hoch, klärt den Ball hier einfach zur Seite. Will den Ball hier erstmal nur loswerden, um ein bisschen Luft zu kriegen. Der Kampf hier in der Luft. 4 Sekunden noch. Manu schnappt sich hier noch den Boost. Und nochmal weiter vorne. Sehen wir hier jetzt noch ein Tor. Ball touch schon nicht den Boden. Jetzt aber. Und wir gehen in die Overtime. Overtime heißt, wer das erste Tor schießt, kriegt den Punkt. Und das sieht hier sehr gut aus. Aber die Parade auf der Linie von Marvin hält hier die Flying Champs noch am Leben. Die Runde ist nicht abgegeben. Jetzt vielleicht gegen die Latte. Nochmal Nachschuss. Viel zu schwach. Marvin ist da. Leitet hier den Angriff ein. Fighter mit dem Backboard. Aber Anju hat das Ganze hier schon gereadet. Kann das Ding sicher klären. Und Manu, wunderschön gespielt von ihm. Schöne Ballkontrolle von ihm. Spielt hier drüber und drunter und dann geht der Ball rein. 2:1. Phoenix Gaming holt sich hier die erste Runde in diesem BO5. 1:0. Und wir sind bereit für die nächste Runde. Phoenix Game gegen Flying Champs und wenn es so weitergeht, werden wir hier ein sehr spannendes Match haben. Schön, schön, schön. Jetzt muss ich hier noch eine Sache umstellen. Speichern, speichern. Wird das denn jetzt auch mal übernommen? Werden wir sehen. Wenn die Anzeige oben will nicht ganz funktionieren. Schade eigentlich. Oh, und die Flying Champs mit dem frühen Tor. 14 Sekunden hat das Ganze hier gedauert. 1:0 Flying Champs. Stark gemacht von Mercy und verdiente Führung. Wie reagiert Phoenix Gaming jetzt mit dem frühen Rückstand? Sind die jetzt schon gebrochen oder kommen sie hier nochmal zurück? Double Commitment. Gefährlich immer wieder. Anjo ist noch da. Flanke rüber zu Fighter. Der kann ablegen. Mercy nochmal mit dem Schuss. Anjo geht nochmal hoch. Versucht den Ball noch lange in der Luft zu halten, damit die Mates sich bereit machen können für die Verteidigung. Das hat daher nicht geklappt. Und die Flying Champs, die holen sich hier das 2-0 Tor. 2-0 Führung. Nach 55 Sekunde. Manu gibt den Ball früh auf. Kommt aber jetzt wieder. Der Touch ist noch da. Und Anju kann den Ball nach vorne schlagen. Mercy. Oh, schöner Pass dahinter. Aber Marvin kommt da noch dran. Und Manu muss den Ball zu der Kontrolle kriegen. Schafft es aber nicht. Jetzt vielleicht im zweiten Versuch. Fighter ist da. Stark gemacht, wie er den Ball hier eingenommen hat. Marvin kann hier weiter Druck da vorne ausüben. Anju jetzt erstmal mit der ersten Klärung. Kriegt er den ganz weg. Klaut sich hier den Boost im Corner. Manu. Playmaster geht hoch. Steil runter. Und wichtig, dass man da noch rankommt. Manu kann den hier mal gegen das Backboard schlagen. Aber hier wird weit geklärt. Playmaster nochmal nach vorne. Manu, kommt er da dran? An den Ball. Rückpass. Nein, geklärt. Und der Ball, der rollt. Und da ist Playmaster ganz wichtig, dass sich hier den Ball noch berührt.
Sonst wäre der Ball reingegangen. Knappes Ding hier für Phoenix Gaming. Und Flying Champs jetzt hier mit dem nächsten Versuch ein Tor zu machen, um die Führung weiter auszubauen. Oh, da ist es. 3:0 Flying Champs. Zwei Minuten, 38, fast die Hälfte der Spielzeit haben wir jetzt vorbei und die Flying Champs mit 3 Toren. Rechnerisch gesehen sollte es für Phoenix Gaming doch möglich sein, hier auszugleichen. Vielleicht jetzt hier mit dem Schuss. Nein, Mercy ist ja noch im Tor. Keine Gefahr für Flying Champs. Eher für Phoenix Gaming. Denn Flying Champs, die wollen mehr. Den reichen die 3 Tore nicht. Man muss hier natürlich auf Seiten von Phoenix Gamer auch schon ein bisschen aggressiver spielen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, wenn man hier überhaupt noch was erreichen möchte in dieser Runde. Ansonsten geht hier dann gleich zum 1:1 in diesem BO5. Die Demo ist da. Aber der Ball, den hat man nicht weggekriegt. Und das, oh, stark gemacht hier von den Flying Champs. Man stört hier die Verteidigung, man macht hier die Demo. Aber Phoenix Gaming schafft es hier trotzdem, noch irgendwie den Ball zu verteidigen. 1:33 noch auf der Uhr. Und der nächste Save hier von Manu auf der Linie. Phoenix Gaming stark unter Druck. Anju geht hoch, benutzt seinen ganzen Boost, den der hat, kriegt den Ball hier aber nicht aufs Tor. Schöner Flip-Reset von Mercy. Und Fighter. Ah, nee. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, 1 Minute auf die Uhr, 3 Tore zu machen, das wird hier extrem schwierig für Phoenix Gaming. Dann musste jetzt hier in jeden 20 Sekunden ein Tor passieren. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Und somit werden hier die Flying Champs wohl die erste Runde für sich holen und das Match erstmal ausgleichen. Frühe Führung auf jeden Fall bei den Flying Champs war da. Hier haben wir noch ein Törchen. 4:0. Und ja, die frühe Führung, die hat natürlich Phoenix Gaming so ein bisschen unter Druck gesetzt. Man wusste, ey, wir müssen jetzt mindestens ein Tor machen. Damit da zumindest die Overtime wieder drin ist. Und dann kam auch relativ schnell auch schon das 2. Tor. Und das hat dann Phoenix Gaming komplett aus der Bahn geworfen. Sekunden, einmal zur Seite gespielt. Geht man hier noch auf ein Tor oder ist man den Ball einfach droppen? So, 1:1. Es ist noch nichts vorbei. Es ist ein BO5. Wer also zuerst 3 Siege hat. Der hat den heutigen Spieltag dann gewonnen. So, wir warten noch auf The Myron Flex. Dankeschön. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Kickstips. Ich wollte gerade sagen, da stimmt was nicht. Im Moment dachte ich, ich habe was Falsches gedrückt. Runde Nummer 3.
zwischen Phoenix Gaming und Flying Champs. Und Fighter hier mit einem frühen Torschuss. Flying Champs machen weiterhin von Anfang an viel Druck. Oh, Mercy kommt da nicht ganz ran, Ball erstmal zurück. Und die Demo, jetzt kann es vielleicht mal gefährlich werden für Phoenix Gaming. Eine Demo, während der Gegner angreift, ist gefährlich. Jetzt Phoenix Gaming mit dem Angriff. Legt hier nochmal runter. Übers Corner. Anjo legt hier nochmal rüber auf Manu, aber Fighter kommt da noch dran. Manu geht hoch! Und der Schuss war da, aber auch eine schöne Parade von Fighter. Guter Versuch hier von Anju. Playmaster leitet hier den nächsten Angriff ein. Marvin kommt dann auch dran. Der Ball fällt hier ganz, ganz doof. Und zum Vorteil für Phoenix Gaming. Aber Marvin hat doch ordentlich beteiligt. Aber Playmaster war da auch dran. Das hat man erst gar nicht richtig gesehen. Und Anju dann mit dem Tor. Also es fällt hier keine Schuld auf Marvin. Der hat alles richtig gemacht. Playmaster war halt nur rechtzeitig noch da. Oh, jetzt Marvin stark verteidigt. Kann den Angriff abwehren. Und jetzt Probleme hier bei Phoenix Gaming. Schön von Manu. Kann den Ball weit nach vorne schlagen. Demo und erstmal hier 2 gegen 3. Wichtig, dass man hier erstmal zurückschlagen kann. Playmaster kann hier noch parieren mit einem Backflip. Glück für Phoenix Gaming. Und ein schöner Save. Anju muss jetzt hier langsam klären. Phoenix Gaming braucht Boost und mal vielleicht ein bisschen Luft zum Durchatmen. Manu. Schussversuch, Double Commitment und nur der Pfosten. Unlucky für Phoenix Gaming. Es wäre die gerechte Strafe für die Flying Champs wegen dem Double Commitment. Da muss man auf jeden Fall aufpassen in Zukunft, dass man da nicht immer zu zweit drauf geht. Im Eifer des Gefechts natürlich, ist passiert. Aber man muss versuchen, dies abzustellen. Schon wieder Glück für Phoenix Gaming. Oder wird es jetzt den Ausgleich geben? Playmaster kann hier klären. Anju kommt nicht wirklich dran. Und dann steht keiner im Tor. Und die Flying Champs gleichen hier aus. Oh, stark verteidigt hier von Phoenix Gaming. Das war richtig stark gemacht. Ah, Anju, guter Versuch von ihm, den Ball dann noch irgendwie durchzukriegen. Und daher kommt jetzt Manu. Schön weitergeleitet. Das ist schwieriger, als es aussieht. Den Ball mit dem Timing so zu treffen. Schwer ist es auch, Tore zu schießen. Und Phoenix Gaming beweist wieder, dass sie es können. Fighter kommt dann ticken zu spät. Phoenix Gaming geht wieder in Führung. 2-2-1. Schönes Tor von Playmaster.
letzte Minute hier in der dritten Runde und da mit dem Schuss. Aber Manu ist da und die machen hier weiter Druck. 2-2. Schön gemacht von den Flying Champs. Grüß dich, No Gravity Esports. Ja, der Doktor hat Blut geleckt am Rocket League Carsten. Und Phoenix Gaming hat angefragt, ob ich Carsten möchte. Und da habe ich gesagt, jo, mache ich. Haben mich so gut supportet. Schönes Tor von Anju. Hab mich so gut gesupportet bei eurem Frühlingscup. Da musst ihr was zurückgeben. Grüß dich, hoffentlich geht's dir gut. ...23 Sekunden noch auf der Uhr. Phoenix Gaming in Führung. Die müssen jetzt nur noch die Zeit runterschlagen. Schaffen sie es. Manu. Schön mit der Ballkontrolle. Mercy hier nochmal mit Druck. Playmaster mit dem langen Ball nach vorne. Nochmal der Schussversuch. Eine Sekunde und jetzt die letzte Chance für die Flying Champs. Nein. 2-1. Phoenix Gaming holt sich hier die nächste Runde. Zwei schöne Tore von Anju. Eins von Playmestre auf Seiten von den Flying Champs, Mercy und Fighter mit jeweils einem Tor. Und wir gehen in Runde Nummer 4 und Phoenix Gaming hat hier den Matchpoint. Das freut mich zu hören, No Gravity. So, wir wollen wieder zuschauen. Spielen lieber nicht. Ich würde gnadenlos untergehen. Ich würde 99-0 stehen. Und Manu. Schon mal weiter Schuss. Kann hier nochmal die Konterchance unterbrechen, aber es geht hier sofort weiter. Playmaster. Wichtiger Touch hier. Passversuch. Playmaster kommt da nicht ganz dran. Nachschuss. Knapp vorbei. Noch ein Schuss und noch ein Schuss. Playmaster kann jetzt hier erstmal ein bisschen klären. Anju kommt ja da noch dran. Der kommt da noch dran. Aber Fighter wartet nur drauf. Gewinnt hier das 50-50. Noch ein Schuss. So. Glück für Phoenix Gaming. Nochmal ein Pass in die Mitte. Lang. Anju geht hoch. Aber Marvin ist zur Stelle. Kann hier sogar noch den Boost mitnehmen. Flying Champs, die machen gerade so viel Druck auf das Tor von Phoenix Gaming. Phoenix Gaming ist hier richtig am Schwitzen. Danke für dein Abo, JFAR. 40 Monate. Liebe geht raus. Küsschen aufs Nüsschen. Ich werde dich heute meine Gebete mit einbinden. Schön, dass du auch dabei bist. Und wir machen hier direkt weiter in dem Game. 3 Minuten und 16 noch zu spielen. Wir haben noch keine Tore. Ich habe das Gefühl, wer das erste Tor schießt, der wird hier auch diese Runde gewinnen. Die beiden Teams sind hier auf Augenhöhe. Schöner Schussversuch. Nochmal Anju. Mit dem Ball in die Mitte. Man kann hier noch
mal übers Corner spielen. Anju nochmal. Manu! 1:0 Phoenix Gaming. Das war richtig stark gespielt. Den Ball nochmal ins Corner. Anju über die Bande zu Manu. Und der macht das Ding da rein. 1:0 Phoenix Gaming geht hier in Führung. Flying Champs jetzt hier ein bisschen unter Druck. Weit in die Mitte. Anju whiffed da und das ist jetzt sehr gefährlich. Gute Chance jetzt für die Flying Champs, den Ball reinzumachen. Aber man kann hier verteidigen. Stark gemacht von Playmaster. Kann hier den ersten Schuss abwehren. Flying Champs bauen hier aber schon den nächsten Angriff auf. Manu stört hier aber phänomenal. Und Flying Chess müssen hier wieder komplett von hinten. Playmaster jetzt hier. Wieder ganz nach vorne. Nochmal abgelegt. Marvin kann hier den Ball nochmal hochspielen. Der Ball ist aber noch nicht weg. Und das ist ein starker Schuss. Schöne Einleitung in den Angriff. Manu muss da hoch. Playmaster mit dem Schuss aufs Tor. Mercy steht aber bereit. Kann diesen Schuss erstmal abwehren. Und Anju versucht hier weiter den Druck aufzubauen. Das hat Mercy geredet. Der Schuss ist da nochmal vielleicht ein Nachschuss. Manu wird gedemut. Playmaster legt den Ball nochmal ab. Zu wenig Druck bei diesem Schuss. Und schon geht es hier wieder in Richtung Phoenix Gaming Tor. Marvin wird jetzt hier den Angriff einleiten. Flip Reset hat nicht ganz funktioniert. Und Playmaster, ja, war ein guter Versuch, da vielleicht noch dran zu kommen. Hätte vielleicht noch ein bisschen Druck aufgebaut. Manu jetzt aber erstmal mit dem hohen Ball. Es ist nur noch eine Minute auf die Uhr. Die Phoenix Gaming haben hier die Führung bei diesem Matchpoint. Die Flying Champs, die müssen jetzt ein Tor schießen. Fighter auf der Linie. Wichtig, dass er jetzt hier die Flying Champs noch am Leben lässt. Denn noch ein Tor von Phoenix Gaming und es sollte dann eigentlich vorbei sein. Und wieso kann, ist da keiner im Tor? Die Flying Champs machen hier den Ausgleich. 35 Sekunden noch auf der Uhr. Playmaster hat sich da total verschätzt. Stand eigentlich bereit. Der Pass zu niedrig. Und dann war keiner mehr hinten. Flying Champs nehmen diesen Fehler gerne an. Und die Hoffnung ist noch da. Time to shine. Emote von Jafer im Chat gespammt. Frage ist nur, für wen es gemeint ist. Für die Ocelots oder für die Phoenix. Mercy macht hier den Treffer. 2:1. Anju kriegt den Beinchen nicht richtig. Mercy nutzt den Fehler aus. Playmaster wird bei der Verteidigung gestört. Und so steht jetzt 2:1, 13 Sekunden vor Schluss. Wen wir hier noch ein Tor sehen. Manju geht hier nochmal hoch. Man muss hier voll in den Angriff gehen. Manu kriegt er den Ball noch, legt den nochmal hoch. Anju! Das war jetzt nochmal richtig knapp am Ende. 2:2 und wir nutzen hier einfach mal die komplette Länge des BO5s. Es geht in die entscheidende Runde. Wir gehen in Runde Nummer 5. Phoenix Gaming gegen Flying Champs. So, wir warten wieder auf Myron Flex. Der hat wahrscheinlich in der anderen Hand eine Pizza und in der anderen, weiß ich nicht, Cola. So, hat es geschafft. Myronflex, guck doch einfach bei mir zu. Dann kannst du weiter essen. Ja, komm mal hier auf die richtigen Seiten. Ja.
Letzte Runde. Phoenix Gaming gegen Flying Champs. Wer jetzt die Runde gewinnt, gewinnt auch den Spieltag. Und nach neun Sekunden haben hier die Flying Champs den ersten Treffer. Andrew kann hier zwar noch auf der Linie klären, aber der Nachschuss von Fighter ist da. 1:0. Frühe Führung für die Flying Champs. Und Phoenix Gaming ist hier wieder ganz früh unter Druck. Das hatten wir schon in der zweiten Runde gehabt. Da haben die Phoenix Leute es nicht geschafft, ins Game reinzukommen. Und genauso wie in der zweiten Runde folgt auch schnell das zweite Tor. Man struggelt hier ganz früh. Die Flying Champs nutzen die Unruhen und gehen hier nach nur 24 Sekunden mit 2:0 in Führung. Und das ist extrem viel Druck für Phoenix Gaming. Man startet hier mit einem 2:0 Rückstand in diesem Game. Und es ist die alles entscheidende Runde. Der Muster dran, schafft es sogar noch. Wichtig. Demo. Der Ball wird weiterhin auf Seiten von Phoenix Gaming geschossen. Play Mastery jetzt hier. Erstmal mit der Klärung. Manu kann den Ball weiter behaupten. Anju. Jetzt hier vielleicht mit der Möglichkeit. Der Ball wird hier mit dem 50-50 in die Mitte zurückgeschossen. Play Mastery kommt hoch, kann den Ball zu Manu spielen, der mit dem Schuss. Aber Mercy mit der Rettung. Manu weiterhin am Ball. Marvin kriegt den Nachschuss. Mercy. Fighter kommt noch dran. Weiterhin Flying Champs mit der Kontrolle des Spiels. Schön an Play Mestre gegen das Backboard. Fighter kommt nicht dran und Manu kriegt den Schuss nicht richtig aufs Tor. Weiterhin 2:0. Play Mestre, jetzt vielleicht. Nein. Der zweite Kontakt hat gefehlt. Anju kriegt den Ball hier auch nicht weg. Der Schuss jetzt aufs Tor. Mercy mit dem Nachschuss an die Latte. Und Marvin hält hier den Ball. Noch in der Kontrolle der Flying Champs. Auf der Linie gerettet. Und jetzt wird es nochmal richtig gefährlich. Play Mastery. Kriegt den Ball hier noch einmal hoch. Wick TV, danke für dein Abo. Und zur gleichen Zeit Flying Champs mit dem 3:0. 12 Monate schon. Ein Jahr insgesamt. Küsschen aufs Nüsschen. Ich werde auch dich in meine nächtlichen Gebete mit einbinden. Möge Gesundheit und hohe Potenz über dich wachen. Ah, dann messe ich hier mit dem schlauen Spielzug. Hat nicht ganz geklappt. 2 Minuten auf der Uhr. Das sieht hier nicht gut aus für Phoenix Gaming. Die werden hier wahrscheinlich das Game verlieren, wenn jetzt hier nicht das Masterplay rauskommt. Kommt man da noch dran? Manu kommt da nochmal angerauscht. 1:3. 2 Minuten auf der Uhr. Aus dem Nichts kommt er da. Ja. Und schon ist die Führung weiterhin auf 3 Zählern erweitert. Direkt nach dem Kickoff. Play Mastery kommt da zu spät. Unlucky. Das wird jetzt hier einfach zu schwer für Phoenix Gaming.
Da hilft jetzt wirklich nur noch ein Wunder. 3 Tore in 1 Minute und 30. Das heißt, jede 30 Sekunden muss jetzt hier ein Tor fallen von Phoenix Gaming, damit sich hier noch in die Overtime kommt. Anjo, nochmal mit dem Ball nach vorne. Marvin. Oh, das war, glaube ich, nicht so geplant. Anjo kriegt den Ball auch nicht richtig hoch. 1 Minute auf der Uhr. Schuss. Anjo mit der Erklärung. Ball geht in die andere Richtung. Fighter wartet schon. Playmaster mit dem flachen Schuss. Aber auch Mercy ist da. Hoch! War das so geplant von Anju? Wenn ja, Hut ab. Anju einfach mal mit dem Ball gegen Fighter, der angerollt kommt. Und einfach mal ein Eigentor gemacht hat. 2 zu 4. Jetzt vielleicht noch mal ein schnelles. Schade, wenn Anjo da vielleicht noch reingekommen wäre, dann wäre es nochmal gefährlich für die Flying Champs. Aber so, nur noch 30 Sekunden. Schöner Pass und da ist das Tor. Und die Flamme des Phönix, die lodert noch ein kleines bisschen. 26 Sekunden hat man jetzt hier noch Zeit, ein Tor zu machen, um die Overtime zu saven. Jetzt vielleicht ein schnelles, direkt am Kickoff. Ball geht auf Seiten von Flying Champs. Wer geht hier als erstes hoch? Das ist Anju, der versucht hier Manu ins Spiel zu bringen. Anju berührt den Ball hier noch einmal. Playmaster nochmal hoch. Manu, aber die Rettung von Fighter. Playmaster geht hoch, 9 Sekunden hier noch auf der Uhr. Anju gegen Speckboard, noch der Schuss und da ist das 4 zu 4. This is Rocket League! 5 Sekunden vor Schluss nochmal der Ausgleich. Holy moly! Wer hätte das gedacht? Sehen wir hier vielleicht die Sensation und Phoenix Gaming holt hier einen 3-0 Rückstand einfach auf. Wir gehen in die Overtime. Und es könnte hier extrem gefährlich werden direkt am Anfang. Phoenix Gaming hätte hier fast direkt wieder am Anfang das Tor kassiert. Jetzt muss man hier erstmal den Ball wegkriegen. Flying Champs mit ganz viel Druck. Playmaster ist für wichtig, dass der Ball dann noch berührt gegen das Backboard. Jetzt vielleicht die Chance für die Flying Champs. Man kommt jetzt hier nicht richtig rum um den Pfosten. Anjo nochmal hoch und da kommt Mercy. Wichtig vom Playmaster, dass der Ball trifft. Flying Fighter kann den Ball hier in die Mitte. Da ist das Ding. Flying Champs holen sich hier das Match 4 zu 5. GG, well played. Was für ein Match. Leider kein Happy End für Phoenix Gaming. Schade, schade. Boah. Leute. Es wäre ein Träumchen gewesen, wenn tatsächlich Phoenix Gaming das hier noch gewonnen hätte. Aber naja, es wollte nicht. Und naja, somit gewinnen hier die Flying Champs und stehen somit in der Master Cup mit 3 zu 2, gleich mit Austrian Force, teilen sich hier den Platz und ja gut. Da heißt es nur, die Asche abschlagen, neu erwachen und beim nächsten Game besser machen. Gut, dann sind wir hier auch fertig für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall an alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt
bei dem Cast. Ich werde gucken, dass ich in Zukunft das Ganze ein bisschen häufiger mache. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Abend. Genießt die Zeit. Und wir raiden einmal rüber zu Chaos, den guten Patrick. Der ist nämlich auch gerade live. Und spielt Counter-Strike. Also, wir sehen uns. Bleibt gesund. Ciao. Spotlets Pausencracker. Knusprig gebacken mit leckeren Chia, Lein und Sesamsamen. Pausencracker und mehr von Spotlets. Jetzt probieren. Von Lorenz. Das Wort. Dr. Ray, mein Lieber, danke schön für deinen Raid mit 6 Party Peoples. Dankeschön. Danke.